Seid ihr herzlich willkommen. Das 3 Fragezeichen Orakel. Was denkt er? Wie fühlt er sich? Und was wird er tun? Die erste Frage ist, was ist sein Gedanke? Was ist sein Plan? Schauen wir an, was die Karten zeigen. Dieser Bild symbolisiert ein Sarg. Und das bedeutet entweder eine erbschaftliche Situation oder er ist gerade dabei, etwas beenden, abschließen. Die Hühner zeigen eine gewisse Unruhe und so wie die Hühner sammeln etwas, er sammelt auch. Vielleicht sammelt neue Erfahrungen. Aber ihm reicht es jetzt, er ist genervt und möchte etwas abschließen. Wie fühlt er sich? Er braucht Sicherheit und Stabilität und braucht Schutz. Dieses Haus symbolisiert sein Zuhause oder seine Familie. Und er spürt, jetzt langsam kommt alles in Bewegung. Diese Bewegung kann ein Besuch auch sein. Er möchte, dass du ihn besuchst. Oder er möchte dich besuchen. Diese Bewegung kann Veränderungen bedeuten. Kann auch sein, er schaut nach neuen Objekt und plant einen Umzug. Was wird er tun? Mond symbolisiert seine Mutter oder deine Mutter oder Mütterlichkeit, aber bedeutet Mond auch die Nacht, die Träume, die Träumereien, die Wünsche, die Sehnsüchte. Und genau das möchte er verwirklichen. Hier liegt auch das Glück dabei. Diese Karte bedeutet auch die Zeit, Monat April. Er plant das, wovon er träumt, ab April in Tat umsetzen. Und aktuell ist bei ihm Unruhe oder sammelt noch Erfahrungen. Was wird er tun? Das haben wir geschaut. Auch seine Gefühle, seine Gedanken. Und jetzt schauen wir an, was verbindet euch. Das ist auch ein Gebäude, aber etwas größer als hier. Er möchte mit dir gemeinsam etwas vergrößern. Wie zum Beispiel eine größere Wohnung, ein größeres Haus umziehen oder möchte Selbstständigkeit starten, etwas vergrößern. Aber nicht alleine, sondern das ist sein Traum mit dir gemeinsam. Und das war das 3 Fragezeichen Orakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.